Salve a tutti! Es ist Freitag, der 7.6. Wir haben abends, ich fange den Film an, um 18.35 Uhr. Wir haben eine hochinteressante Woche hinter uns und ich glaube, die nächste Woche wird auch nicht uninteressant. Natürlich, der Montag ist noch Feiertag, aber ich glaube, das wird recht spaßig. Es ist überwiegend für die Daytrader sehr interessant, weil da mal Bewegung von 100, 150 Punkte in die eine Richtung, gefolgt von einer Bewegung von 100 Punkte in die andere Richtung, ist momentan in der Tagesordnung. Für andere Endanleger ist das nicht so leicht momentan. Wie auch immer, schauen wir uns den Lümmel an. Ich habe hier ein bisschen was vorbereitet. Das hier ist immer noch der Trendkanal, den wir ja schon gebrochen hatten. Meine Aussage, auch bei NTV letzte Woche, war, dass die erste Unterstützung dieser Bereich ist, die 11.600. Die Kombination aus der 200-Tage-Linie mit dem 38,2-Retracement von dieser Bewegung von Ende Dezember hoch bis zum Anfang Mai. Wir haben es, glaube ich, um 10 oder 12 Punkte nicht gesehen, aber das hat ziemlich gut gepasst. Die zweite, die ich nannte, ist die ist genauso wichtig, das 50er Retracement hier bei 11.300 in Verbindung mit diesen Chartpunkten. So, jetzt habe ich aber auch letzte Woche geschrieben, dass man muss hier immer mit schnellen Kontern rechnen. Dass das jetzt hier, das war der Dienstag, ja, das war schon heftig. Ich meine, das war auch im Dow so. Das hätte ich so nicht erwartet, dass es so schnell geht. Ich dachte eher an so Kerzen, vielleicht so ein Bezug kommt in dieser Größe. Das heißt, dann wären wir jetzt irgendwo hier. Aber diese Geschichte, die hat mich auch ein bisschen wachgerüttelt. Tatsächlich, was ist passiert? Wir haben verschiedene Punkte hier. Zum einen diese 12.100, die wir heute ja auch gleich mal ganz kurz gesehen haben, ist ein kleiner Chartpunkt. Der nächste ist die untere Begrenzung von dem Trendkanal. Und da sind wir per heute bei 12.183 und wir sind am Montag ungefähr bei 12.210. Jetzt kommt aber noch eine Linie dazu. Die kann man relativ leicht ziehen. Vom High von Mai einfach nur über die Highs. Da waren wir dran. Das ist ziemlich genau die 12.100. Das war ein Kreuzwiderstand am Dienstag. Das wäre das Maximalziel gewesen. Aber jetzt sind wir heute auch schon wieder dran und handeln in der Sekunde bei 12.038. Das ist also ein Widerstand, 12.100. Dann haben wir hier die 12.210 als Widerstand und nach unten die Unterstützung 11.600 und dann 11.300. Das sind so die großen Punkte. Von der Technik her noch leicht positiv über den Trendfolger, noch leicht positiv über die Stochastik. Nirgendwo ein Verkaufssignal, gar nichts. Ich gehe mal mit euch auf die Woche, weil das ist was, was mir auch nach wie vor nicht so gut gefällt. Wir haben es so, dass das obere Band entwickelt sich jetzt in die Horizontale, während das untere steigt. Das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass wir noch ein bisschen weiter korrektiv gehen. Ich bin immer noch negativ über das MACD und ich bin weiterhin negativ über die Stochastik. Also die Woche gefällt mir nicht so. Ob jetzt wirklich, ich hatte das schon seit ein paar Wochen gesagt, die 11.300 sehen werden Ende Juni. Ich bin zwar schon mit der 11.600 zufrieden, 11.300 wäre mir lieber, gebe ich ganz offen zu. Ich traue dem Freund hier überhaupt nicht. Ich selbst werde meine insgesamt negative Meinung erst dann ändern müssen, wenn wir über 12.300 gehen und schließen. Das ist die Verbindung aus dem Chart und momentan mit dem oberen Band. Und wir wären wieder in den Trendkanal reingesprungen. Dann muss ich mir überlegen, ob meine Sichtweise hier so richtig ist, aber vorher tue ich das noch nicht. Ich habe euch einen K.O.-Schein mitgebracht. Meines Erachtens nach muss man halt immer mit schnellen Down- und schnellen Abbewegungen rechnen. Deswegen möchte ich da nicht zu nah dran sein. Mir ist dieser hier über den Weg gelaufen. Das ist die GA4 AMA. Das ist von Goldman, ein Open-End-Schein mit der Basis 11.579. Hat im Moment einen 26er Hebel und die Basis steigt jeden Tag. Das muss man im Kopf behalten. Der liegt also hier drunter, unter der 11.600. Das wäre eine Möglichkeit. Die Hartgesottenen, die suchen sich einen ganz knapp unter 11.900, aber das kann ich nicht nennen, da bin ich ja irgendwo beim 60er Hebel. Beim Put ist es einfacher. Den Put kann ich direkt hinter das eben besprochene letzte Zwischenhoch legen. Das war die 12.300. Und da habe ich mich für den hier entschieden, 12.331, und das ist die GA5 MM1, Mata 1, GA5 Mata 1. Das ist jetzt im Moment schon 41er Hebel, da macht es mehr Spaß. Und ich wünsche euch allen ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.